Das ist Sehnluft 24, der Tag. Für einen Strukturwandel in der Lausitz und Unternehmensansiedlungen seien finanzielle Anreize für die gewerbliche Wirtschaft notwendig. Das fordern die Handwerkskammern Cottbus und Dresden. Zudem müsse eine verlässliche Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen gewährleistet werden. Alles andere würde die Unternehmen und den Wirtschaftsstandort weiter in Gefahr bringen. Die Lausitz brauche einen Vorteil gegenüber anderen Regionen, um den Verlust der Wertschöpfung auszugleichen, meint der Dresdner Handwerkskammerpräsident Dr. Jörg Dietrich. Mehr als 3.300 Einsatzstunden hat die Freiwillige Feuerwehr Lauchhammer im vergangenen Jahr absolviert. Damit verlief das Vorjahr etwas ruhiger als 2018 mit damals 230 Einsätzen und knapp 6.300 Einsatzstunden. Am meisten zu tun hatten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr im Juni 2019 mit 27 Alarmierungen. Diese Zahlen veröffentlichte Stadtwehrführer Silvio Spiegel im Rahmen der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag. In der Statistik dominierten übrigens Hilfeleistungen mit insgesamt 80 Einsätzen. Honda Frühstück in Schwarzheide. Zahlreiche Gäste haben sich am vergangenen Sonnabend im Autohaus Hermann umgesehen. Neben den neuesten Markenmodellen standen dort auch regionale Vereine im Mittelpunkt. Unter anderem gestaltete 7UP aus Meurow einen Teil des Rahmenprogramms. Traditionell wurden auch in diesem Jahr drei Gemeinschaften für Finanzspritzen aus dem Lostopf generiert. Wer die Vereinsunterstützung des Autohaus Hermann erhielt, das erfahren Sie ab kommendem Freitag hier bei Sehnluft 24. Konditormeisterin Elisabeth Anders hat einen Wettbewerb der Bäcker- und Konditoreninnung in Cottbus gewonnen. Im Rahmen der jüngsten Handwerksausstellung wurde die schönste Torte zum Thema 30 Jahre Handwerkerausstellung gesucht. Die Lauchhammeranerin überzeugte die Jury und ließ am Wochenende 8 weitere Wettbewerber hinter sich. Bei der ebenfalls durchgeführten Brotprüfung erhielt die Bäckerei Anders 3-mal das Prädikat sehr gut. An der neuen Bühne laufen die Proben für Liebe Grüße oder Wohin das Leben fällt. Das Stück feiert an diesem Donnerstag Premiere. Der niederländische Autor Theo Franz schuf eine berührende Zeitreise dreier Generationen. Poetisch inszeniert wird das Stück über das Älterwerden und eine Vater-Sohn-Beziehung von Heidrun Warmuth. Liebe Grüße oder Wohin das Leben fällt wird vor allem im Vormittagsspielplan für Schülerinnen und Schüler angeboten. Informationen erhalten Schulen bei der Theaterpädagogin Franziska Golk unter 03573 80 12 75. Verbraucher, die wissen möchten, wie Unternehmen mit ihren persönlichen Daten umgehen, können jetzt eine interaktive Briefvorlage der Verbraucherzentrale nutzen. Damit erstellen sie individuell passende Briefe an Unternehmen. Mehr dazu finden Sie auch auf der Homepage der Verbraucherzentrale Brandenburg. Zum Polizeibericht. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Geschäft in der Senftenberger Kreuzstraße eingebrochen. Die Täter hatten die Räume durchwühlt und Schäden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Entdeckt wurde der Einbruch Sonntagmittag. Passanten sahen die offenstehende Ladentür und riefen die Polizei. Starke Rauchentwicklung führte Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in der Klettwitzer Karl-Marx-Straße. Wie sich später herausstellte, war eine defekte Ölheizung im Keller eines Mehrfamilienhauses für den Qualm verantwortlich. Der Rauch wurde durch die Kameraden aus dem Gebäude geblasen. Personen kamen nicht zu Schaden. Und nun haben wir für Sie das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. In dieser Woche wird der Schirm zu unserem ständigen Begleiter. Am Dienstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 75%, es wird maximal 10 Grad warm und der Wind weht teils böig. Mittwoch erwarten uns höchstens 5 Grad und es gibt immer wieder Niederschläge. Donnerstag liegen die Werte zwischen 4 und 7 Grad und es wird hin und wieder regnen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.